davor sein können und Beweis stellen. Und damit stehen wir kurz vorm Eröffnungspulli. Lukas Haudum gewinnt das Anspiel und damit läuft das Männerturnier beim Deutschlandcup 2024 Österreich in Rot-Schwarz vor Spielzeit. Schütze des historischen Treffers gegen Finnland und Lukas Haudum. Auch für ihn die dritte Deutschland-Cup-Teilnahme. Auch wieder mit zwei Angreifern in Richtung Scheibe agieren. So, und Wimmer lässt sich überlaufen und die Riesenmöglichkeit für Adam Lukosic bei Marco Richter, den er da getroffen hat. Und hier nochmal Wimmer, der so steht, bemerkt, dass Lukosic da eine gute Pace hat, schiebt da seinen Körper gut rein, Abschluss. Nikle. Da hier ist André Golian wieder da und dann gibt es den Turnover. Dakac! Und Kickert bleibt lange stehen. Er sich einige Meriten in seiner Karriere schon verdient hat. Der 28-Jährige momentan bei Kometa Brünn. Und diese Reihe macht's und bringt die Slowakei in Führung. Der Kapitän himself, Peter Celarik, bei seinem allerersten Deutschland-Cup-Spiel bringt er die Slowakei mit 1-0 in Führung. Und es ist ein probates Mittel der Slowaken, dass sie den Pass über die Bande oder entlang der Bande nach oben bringen. Der Schuss, Single dann noch dazwischen und der Abstauber final von Peter Celarik. Ja, werfen da viele Pucks in Richtung Gehäuse von David Kickert. Das war zu Spielbeginn noch anders. Mittlerweile ist es deutliche Angelegenheit und da tanzt der Puck auf dem Rücken von Kickert. Und jetzt hat er ihn. Und jetzt wird auch noch ein bisschen geschoben und gearbeitet. Und wir werden das sicherlich gleich aufgelöst bekommen. Das war eine knappe Kiste. So. Hier der erste Versuch. Und dann hinten. Quasi auf der Trikotnummer von Kickert. Da sehen wir das nochmal ganz gut. Liegt die Scheibe. Nikli gut positioniert, hält den Puck in der Zone. Nächster Abschluss, Vukovic. Starker Block von André Golian. Und da ist die nächste Möglichkeit, Neubauer. Es bleibt noch ein paar Sekunden für den nächsten Powerplay-Block, der natürlich gerne ein wenig mehr Zeit verbracht hätte. Riesenchance für Gregor Bieber. Für den zweiten Block, wir schauen nochmal drauf. Bieber, der damit vorgeht und dann nochmal an die Scheibe kommt, dann noch ordentlich abgeräumt wird von David Mudrag. Ja, Paul Huber mit der Riesenmöglichkeit auch, wobei das natürlich für ihn sehr schwer war, die Scheibe da von hinter der Torlinie nach vorne zu ziehen. Aber das war eine sehr gute Möglichkeit. Ja, gut ausgelöst jetzt von den Österreichern. Vielleicht die Möglichkeit, das in Überzahl auszuspielen. Stark gespielt, Abschluss Benjamin Baumgartner. Ganz stark von Vinzenz Rohrer, wie er da im richtigen Moment die Scheibe ablegt zu Benjamin Baumgartner. Da sehen wir es noch einmal. Zieht er schön in die Mitte, Beckenpass zurück. Schuss Baumgartner, starke Kombination der beiden. Leider der Schuss am Ende ein wenig zu zentral. Ja, ja. Gut gespielt von Feldner. Ja, Nico Feldner gefällt mir sehr gut heute. Hat schon ein ums andere Mal. Oh, da gibt es jetzt die gefährliche Konterchance. Aufgepasst, Kickert. Zweimal zur Stelle gegen Samuel Takac. Das ist nochmal Petrovitski mit diesem klugen Querpass über die weite Bande.
Und das sehen wir gut, wie der David Kickert im richtigen Moment den Schläger rausfährt, hat den Slowaken da überrascht und hat ihn da daran gehindert, einzuschießen. Starke Aktion von Dornan, der Österreicher. Kickert wieder zur Stelle. Und Ali Vukovic da ganz weit vorne, verhindert das Icing. Ja, das ist natürlich schade. Jetzt gibt es das Icing. Jetzt wird er sich entgegenstemmt. Einmal mehr starke Abwehraktion von David Kickert. Ja, und jetzt sind es, glaube ich, nur noch, ich glaube, ein bisschen mehr als 50 Sekunden. So in etwa, ganz genau. Irgend sowas, um eben im Spiel 6 gegen 5 den Ausgleich zu erzielen. Nicht reichen, um hier noch einen Schuss anzubringen. Natürlich wird die Scheibe da jetzt an der Bande behalten und damit verstreichen die letzten Augenblicke in dieser Partie. Shutout für Rastislav Elias.